Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf dem Kanal. Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder von der Ellerbach V2 im Privatumbau bei unserem Realismus-Selbstversuch hier am Hofkneisel. Kurzum, das war absolutes Chaos in der letzten Folge. Und vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare. Zum Beispiel, dass ich Pflegebereifung nehmen muss. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, habt ihr natürlich recht. Wahrscheinlich habe ich durch diese dicken Puschen und so weiter meine ganze Ernte zerstört. Kurzum, es kam irgendwas mit 1400 Liter, genau, kam rum an Zuckerrüben. Also wir können das einfach Schublade auf, zu, wir sprechen nie wieder drüber. Okay, machen wir es so. Also wir geben als allererstes mal wieder das Ganze zurück. Dazu gehen wir in den Maschinenring. Wir sind im Maschinenring jetzt. Ne, deswegen hoste ich mir sozusagen selber den Multiplayer. Und dann kann ich die Rübentechnik zurückgeben bzw. verkaufen. Dann ist die schon mal hier vom Hof weg. Jetzt machen wir das Ganze so. Wir müssen das Ganze natürlich bezahlen. Und da wieder ein Gruß an die neuen Zuschauer. Wir haben hier eine Rechnungsmod drauf. Und die Ganze sieht wie folgt aus. Wir haben das Feld 86. Das müssen wir uns merken. Feld 86. Wir machen eine neue Rechnung an den Hof Kneisel. Feld Nummer 86. Und jetzt können wir mal hier schauen. Das müsste wahrscheinlich irgendwie unter Ernte Rüben. Genau, da läuft es. Können wir hinzufügen. Und somit haben wir hier eine Rechnung von 1202 Euro Rechnung erstellen. Jetzt gehen wir wieder rüber in unseren Hof Kneisel. Zack. Und wenn wir jetzt wieder in dieses Menü reingehen, sehen wir, wir haben hier eine Rechnung vom Maschinenring. Genauso wie alle anderen Rechnungen haben wir hier drauf und können diese dann bezahlen. So, somit sind wir hier schon mal pari, was das Ganze angeht. Wir sehen, wir haben so ein bisschen Chaos. Und wir brauchen irgendwie eine bessere Struktur an unserem Hof, denn ich weiß langsam nicht mehr, wohin mit den Geräten. Wir haben aktuell alle Unterstände irgendwie belegt mit Lagern, beziehungsweise wir müssen halt da auch immer hin. Das ist halt so das Problem. Wir haben natürlich hier ein bisschen Platz, jedoch müssen wir hier immer irgendwie hin. Deswegen ist das alles totes Gewebe, so blöd klingt. Hier vorne haben wir auch die Produktion drin. Bei dieser Produktion haben wir noch das Thema, dass wir einerseits klar die Hackschnitzel drin haben, andererseits könnte es sein, dass wir die auch noch umsetzen müssen. Denn ich bin mir nicht sicher, wo die Paletten spawnen. Da müssen wir auch noch gucken. Und hier drüben herrscht halt auch das reinste Chaos. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwelche Feldscheunen oder ähnliches gibt, wo wir eventuell das über den Winter einlagern können. So, nach kurzer Überlegung habe ich mir Folgendes gedacht. Wir fangen jetzt mal an. Und zwar die 86 verkaufen wir mal. Heute könnte wieder so eine kleine Bau- oder ähnliches Folge werden. Die verkaufen wir. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Die haben wir nur gekauft wegen den Rüben. Wir wollen ja relativ hofnah bleiben. So, heißt, wir kriegen hier 35.000 Euro nochmal dazu. Jetzt ist es folgendermaßen. Ich würde diesen Unterstand hier nehmen. Okay? Ich will diesen Unterstand aber sozusagen nicht kostenlos verwenden. Daher, um das Ganze transparent wie immer für euch zu machen, seht ihr, diese Überdachung kostet 58.000 Euro. Okay? Das heißt, das ist aber Neubau. Na, das ist ein Neubau. Heißt, der Hof ist ja schon eine Weile Bestand. Ne? Was würde denn das Ganze kosten, wenn wir das abreißen würden? Sehe ich das irgendwo? Nein. Heißt also, wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir gehen hier wieder in den Multiplayer rein und nehmen den ganzen einfach mal vom Hof Gruber. Und der Hof Gruber, der kriegt jetzt sozusagen dieses Gelände ganz kurz zugeschrieben, kaufen. Und jetzt können wir ja gucken, wenn wir jetzt dieses abreißen würden, 25.000 Euro. Okay, das heißt, ich ziehe mir jetzt die 25,5, machen wir glatt, ziehe ich mir bei meinem Konto wieder ab. Das heißt, ich gehe wieder rüber. Hof Kneisel. Und gehe jetzt hier rein und sage, ne, pass auf, wir können es sogar nochmal anders machen. Gruber. Wir machen es ordentlich, dass wir es wissen.
Neue Rechnung an den Hof Kneißl. Gibt es hier irgendwie Sonstiges oder so? Zusätzliche Kosten. Und machen hier 25.000 Euro. Hinzufügen. Wir können Unterstand. Können wir noch machen. Unterstandkauf. Hinzufügen. Rechnung erstellen. Ach, ich liebe es. Ich liebe es, mir das alles zurecht zu pfuschen. So, dann gehen wir wieder in unseren Hof Kneißl rein. Und jetzt sagen wir einfach, okay, wir bezahlen die Rechnung. Rechnung da rein. Rechnung zahlen. Und somit gehört uns jetzt diese Scheune hier drüben. Okay? Jetzt können wir nämlich das Ganze mal so ein bisschen auslagern, was da drunter passen würde. Wir könnten... Sollen wir da drüben Grünland machen? Ich würde sagen, wir machen da mal ganz kurz Grünland rein. So, und den Rest können wir dann eigentlich schon mal hier vorne hinstellen. Das ist wieder so eine Folge, ne? Die liebe ich. Ich hoffe, das passt für euch auch soweit. So, Lenkrad habe ich, by the way, auch ein bisschen anders hin platziert, dass ich jedes Mal mit dem Randzeiger bleibe. So, guck mal, den hier. Der kleine passt hier definitiv drunter. Ihr habt mir so ein bisschen geschrieben, also das meiste, was sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise bewegt, sollte auf jeden Fall in den Unterstand gestellt werden, dass es nicht rostet, ne, und sich nicht mehr bewegen lässt. Deswegen, diese Aktion ist wieder auf eure Kommentare beruht. Das Wasserfass können wir im Notfall hier rüberstellen. Guck mal, unseren Salat müssen wir eh noch wegbringen. So. Im schlimmsten Fall kann aber auch ein Schlepper da stehen bleiben. Das mit dem Unterstand müssen wir hier noch klären. Ansonsten gehen wir jetzt gleich rüber und schauen uns das Ganze mal an. Hier drin ist es halt so, wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen freilassen, denn hier spawnen die Ballen irgendwo hier und hier, hier. Das heißt, die Ecke hier könnte man noch verwenden, wenn man wollte. Das lasse ich draußen, auch wenn es sich bewegt, aber da lasse ich jetzt mal 5 Grad sein, ne? Ansonsten können wir da schon mal... Passt da der Dicke rein? Lass mal gucken. Also, Fuhrpark, seid ihr zufrieden soweit? Das freut mich schon mal. So, und gucken wir mal, ob der hier vielleicht reinpasst. Höhe geht klar. Tiefe knapp. Ja, aber passt. So, das hier... Das hier, wir bereiten uns auf den Winter heute vor. Das hier ist mein Futterwagen, den werden wir immer wieder brauchen, um die Tiere zu füttern. Der steht natürlich auch wieder an. Ihr seht, auch ausmisten müssen wir noch. Das machen wir dann gleich. Den Fendt, den können wir bestimmt da irgendwie noch da reinquetschen im Notfall. Lass mal gucken. Ist auch ein herrliches Ding, ne? Einmal Rückwärtsgang. So, der muss ja nicht komplett drunter. Aber ich glaube, das passt soweit. Das sieht gut aus. Ladet zu. Und jetzt gucken wir mal kurz rüber. Ich habe den Ladewagen auch schon mal unten reingepackt. Da muss ich auch mal noch überlegen. Eine Nummer kleiner wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Aber ich wollte euch den unbedingt mal vorstellen. So, so sieht es aktuell aus. Ich hoffe, ihr geht soweit d'accord damit, mit dem ganzen Bezahlen und so weiter. Wir haben uns jetzt sozusagen dieses Stück vom Bauer hier gekauft. Das braucht er nicht mehr. Ich weiß, das Grundstück haben wir jetzt nicht bezahlt. Aber ich denke, da können wir 5 Grad sein lassen. Ansonsten ist hier alles drin, was wir benötigen. Das freut mich schon mal. Wir können ja dann auf zukünftig, ne? Können wir ja mal überlegen, ob wir hier dann expandieren.
sozusagen. Jetzt kommt eure Größerwahn raus. Aber man könnte ja dann sagen, pass auf, vielleicht kommt mal ein Spieler dazu. Man weiß es nicht. Dass man sagen, pass auf, ich mache hier drüben und derjenige macht hier, aber wir sind eine Einheit. Wisst ihr, wie ich meine? Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber lassen wir erstmal so, wie es ist. Dann gehen wir mal zum Ausmischter. Da sind wir nämlich hier noch stehen geblieben. Den Misch, den können wir hier gleich reinpacken. Ja, ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie voller Elan. Ich habe jetzt angefangen, wieder Sport zu treiben, was wirklich längst nötig gewesen ist. Und ich bin jetzt den zweiten Tag wieder ins Fitness gegangen. Ich mache so Zirkeltraining, ne? Das habe ich früher schon ganz viel gemacht. Ich mag das ungemein, Zirkeltraining, weil du hast immer einen Rundlauf, ne? Du machst ein Gerät, das halbe Minute Pause, nächstes. Und immer in dieser Wechselphase erholst du dich sozusagen. Und wenn du da einmal drin bist, in dieser Reihenfolge, dann ja, nimmt dir niemand den Platz weg sozusagen, sondern du kannst einfach in aller Ruhe vor dich hin trainieren und musst nicht irgendwie auf irgendwelche Geräte warten, die vielleicht gerade von anderen Leuten belegt werden. Und deswegen mache ich das gerne, dieses Zirkeltraining, und es macht echt Bock. Ich habe es früher schon gerne gemacht, bis auf halt damals, wo das dann ja, wo mich aus der Bahn gehauen hat, nennen wir es einfach mal so. Ab da habe ich dann aufgehört. Und jetzt wird es wieder Zeit. Das freut mich. Ich fühle mich da einfach gleich besser. Man fühlt sich direkt besser. Es nimmt mir natürlich einerseits wieder eine Stunde mehr vom Tag weg. Ganz klar. Reine Trainingszeit, nicht nur hinfahren und so weiter. Aber die Frage ist, kriege ich am Ende des Tages vielleicht 2 Stunden mehr Lebenszeit? Man weiß es nicht. Man lebt nicht in einer Parallelwelt, wo man das nachprüfen könnte, aber man nimmt es mit. Hauptsache, man fühlt sich gut. Das ist wichtig. Das heißt also, toi toi toi, wenn wir uns das nächste Mal sehen, boah, ich glaube, der nächste Termin ist Farmcon dann wieder, ne? Dann habe ich hoffentlich 10 Kilo weniger. Das ist mein Ziel. Das ist tatsächlich mein Ziel. So, kommt, fahrt weiter, ist so daneben. Machen wir so rum. Passt mir eh am besten. Die braucht hier eh noch eine Weile. Einmal runter, rückwärts rein. Oh, Tage. Wir können auch gleich noch ein paar Bullen rüberholen. Aktuell ist ja nur einer hier. Können wir mal gucken, ob sich da noch was getan hat. Weil ich war jetzt, na klar, wieder in der Aufnahmepause und ich weiß wieder nicht mehr, was wir gemacht hatten beim letzten Mal. Haben wir da schon Bullen rübergeholt? Ich weiß, es war eine Verkaufsaktion, aber ich glaube, wir müssen erst spulen, bevor wir da irgendwas rübernehmen. Ui. Jetzt sind wir kurz ins Trudeln gekommen. Es ist ja wegen Rutsche hier. So. Lass mal ganz kurz gucken, wie viel da reingeht. Wir haben einmal die Produktion noch zum Auffüllen. Mist ist fast schon voll. Wir können dann noch ein bisschen Silage reinpacken. Silage haben wir ja jetzt mittlerweile unser Silo geöffnet. Das nehmen wir da weg. Und die Ballen werden dann wieder zukünftig erstmal verkauft. Also das hier ist die Fütterung sozusagen für die Biogasanlage. Schrägstrich für unseren... sag's mir, für unseren Futtermischer. Mich verwirrt gerade das Symbol ein bisschen, aber ich hoffe, das passt soweit alles. Aber das müsste ganz Pflanzensilage sein, ne, das Symbol. Schauen wir mal kurz rein, bevor wir abkippen. 35,7. Ah, als Grassilage. Ah. Ja, okay. Ist im Endeffekt egal. Unterm Strich haben wir jetzt halt noch einen weiteren Reiter, wo wir toi 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 irgendwie Geld verdienen. Ich bin am Überlegen, by the way, ob wir die die Zeit ein bisschen erhöhen von der BGA. Denn da dürfte ein bisschen mehr gehen. Können wir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das für euch in Ordnung gänge. Wir würden sozusagen einen Spezialisten herholen, der hier eine Optimierung durchführt von der Anlage. Höhere Brennwerte einstellt und so weiter. Keine Ahnung. Ich muss es ja irgendwie rechtfertigen, dass ich in der XML rumpfusche. So.
Aber an der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es war eine schöne 203. Folge. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge hier von der Ellerbach. Bleibt anständig, bleibt sauber. Macht's gut. 40.